Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Black Myth Wukong. Wir machen hier weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da haben wir ja den zweiten Karren entdeckt. Also entdeckt nicht, ich habe ihn nur gehört. Und eine Jungfrau in Nöten war auch da. Und dann war ich ein bisschen zu neugierig und bin da runtergefallen. Von wo kommt denn das? Von da unten doch. Ey, 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 ey. Aber wenn ich runterfliege, okay. Vielleicht komme ich durch diese Höhle da irgendwie hin. Geh weg! Brenne ich noch? Nein. Oi, oi, dunkle Höhlen. Ich liebe sie nicht. Und wenn hier lauter dieser Typen sind, die sich in die Luft jagen, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich die Geduld dafür aufbringen kann. Und das scheint auch ein kleiner Irrgarten zu sein. Nee, 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 verzieh dich. Oh, der gibt mir seinen Geist. Yay! Wo kommt der jetzt auf einmal weg? So, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, ist gut. So. Gib mir den Geist. Brandfratze, okay. Hier geht's aus der Höhle raus. Interessant. Dann machen wir noch einen kleinen Abstecher zurück. Aus dem Pilz wächst bestimmt wieder was. Wer hätte es vermutet? Komme ich hier auch raus? Ne, das ist eine Sackgasse. Oder? Kann ich da rüber? Ne, das ist eine unsichtbare Wand. Und ja, hier habe ich mich am Anfang ein bisschen verlaufen. Denke ich. Hier ist noch ein Gegner über. Aber ich glaube, das müsste eigentlich der Weg sein, von dem ich gekommen bin. Oder? Nee. Gut, dass ich nochmal nachschaue. Schmuckkästchen. Immer gern gesehen. Rarität. Bernstein-Gebetsperlen. Wo haben wir sie? Da. Beschleunigung den Aufbau von Fokuspunkten oder. Oh, das ist gut. Was nehmen wir denn dafür weg? Erhöht Verteidigung beträchtlich. Fügt Gegner in der Nähe Schaden zu, wenn Treffer. Nee, 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 das behalten wir. Erhöht den Angriff bei erfolgreichen Treffern mit Leicht. Nee, das behalten wir auch. Was macht das blaue Zeug? Nochmal. Erhöht die Schadensreduktion leicht. Dieser Effekt wird durch Anlegen der goldenen Sonnenkrähe verstärkt, die ich noch nicht habe übrigens. Okay, dann tauschen wir das mal. Schneller Fokuspunkte ist gut. Also, diesen Stab aus der Distanz so zu strecken mit der Haltung, die ich habe. Von hier bin ich gekommen, ne? Ja. Ja, an den Karren komme ich irgendwie noch nicht ran. Ich nehme mal an, den werden wir von woanders irgendwie erreichen. Also, wenn ich da runterspringe, sterbe ich auf jeden Fall. So. Ja, okay. Vielleicht kommen wir sogar jetzt schon hin, wenn wir hier rausgehen. Na, was bewachst du denn da?
Gleich auf die Flucht, auf der Flucht. Na, ist da drin? Eisensand, okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das zu den Karren hier runter geht. Oder? Ja, er wird auf jeden Fall eingeblendet. Ach du Scheiße, ist das eng hier. Das wird interessant, ob ich ausweichen kann. Wenn er was Dickes macht. Ich verwandle mich einfach mal, dann das stört es mich ja nicht so. Was ist los? Hat er keine Lust mehr? Ah, jetzt steht er auf. Aus dem Weg, Kickerchen. Und das kann ich, glaube ich, mit meiner Unsichtbarfähigkeit gut kompensieren. So, zack. So, ich gehe mal hier hin. Ja, hier rechts bin ich sicher, okay. Kannst du einfach ausweichen eigentlich. Ist zwar eng hier, aber du hast genug Raum. Autsch. So, zweiter Karren hinüber. So, das habe ich eben noch gesehen. So, wo ist die Lady, die um Hilfe gerufen hat? Ja, ich bin unterwegs. Ah, das könnte die nächste Boss-Arena sein. Oh, weia. Das ist ein Fuchs. Kennen wir uns? And I barely escaped. But on my way down, Gwaith captured me. I've been kept here for 3 days. But now my luck has returned. My savior appeared here right in front of me. Should you extend your mercy to save my family? I'll repay your kindness at any cost. Master got it right. The lad surely knows how to ask for help. Oh, it's them. My candles are back. Please don't leave me. Was bist du denn für einer? Windschnell. Ist das ein Gameboss? Sind das zwei gleichzeitig? Ja. Autsch! Lass mich doch erstmal hier einen anvisieren. Hallo, den da. So, bup. Der kriegt nicht so viel Schaden. Und das Feuer nervt etwas. Nee, 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 hier geblieben. Hier, kriegst eine schöne Kopfmassage. Oh, das haben beide abgekriegt. Das freut mich. Autsch. Nee, nee, nee. Wenn er Feuer macht, weg von ihm. So. Kriegst den Stab in dein... Ja, in der Kit. Nee, da ist Feuer. Geh mal weg, Elfchen. Oi, 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 oi. Ich brenne. Wie er ihn die ganze Zeit wegkickt. Ja, ja.
Okay. Geh erst auf den Kopf. Nein, Köpfchen hier. Hier gewinnen Köpfchen. So. Ah, Mann. Oh, ich bin zu gierig geworden. Hallo. Es ist nichts Schwieriges, würde ich mal sagen. Also der Kopf, der macht nur ein bisschen Feuer und rollt ein bisschen hin und her. Und der andere greift einen dann ab und zu an. So, der ist kaputt. Ah, treffe ich dich von hier? Nein. So. Einfrieren, dann bleibt er hier auf dem Boden nämlich. Autsch. Aber das ist dein Fehler, wenn du auf den Boden gehst. Bob. Ja, ja. Du bist gleich weg. Weißt du bloß noch nicht. Komm runter! So, dann macht das halt meine Nadel. Quite the charmer, aren't you, boy? But these eyes have seen prettier disguises. Yaogwai! Your true face! Out with it! If a single lie slips, my rake shall strike true. That was so close. Thank you for saving me. I am the Bull King's daughter, Ping Ping. The bull has no daughter. Dare to fool me, scoundrel! I know who you are. My mother is Princess Fairfox. You killed her. After my mother died, I've been living with my father. His wife, Princess Rikshasi, took me in as her own. Later, brother came back from Bodhisattva Guanyin, and we reunited. We had some peaceful days. My brother was kind to me and to our parents. But somehow, not long ago, he suddenly changed. He secretly summoned his old troops for a coup, imprisoned father, kept mother under strict watch. I had nowhere else to turn. I had to go for help. But barely after leaving the place, his minions fell upon me. The Bull King's might is known. Even together, Wukong and I couldn't rival him. Rakshasi's plantain fan is also formidable. And you want me to believe that they were subdued by a kid? Subdued by their son? Who else could make them put their guard down? Really, with soft hearts, they could never harm him. You idiot! This fox is fooling you! Look at this place! Only my brother's Samadhi fire could wreak such havoc! Oh no! My father is dying. Please, kind monkey, help me and my family! A perilous place this is. Keep this cicada safe with you. It'll come in handy. Mm-hmm. That's a voice I know well. I'll go ahead and take a look. Okay. No time to lose now. Follow me. Mm-hmm. Ja, ist gut.
Okay, wir scheinen auf den richtigen Weg zu sein. Und da hier jetzt ein Speicherpunkt ist, kann ich das ja auch gleich nutzen, um nochmal ganz am Anfang den linken Weg zu checken. Aber ich hoffe, der Boss von gerade war kein Yugai-König. Das wäre schon ziemlich lasch gewesen. Es waren zwar zwei, aber... Gucken wir mal. Nee, das war nur ein Oberhaupt. Dankeschön. So, und dann... Keine Ahnung. I've let go of our blood feud, but he still holds so much hostility. My brother's minions are everywhere. Stay close to me, kind monkey. Okay. Brother and I used to play around there. Yeah. Ich will bloß dann jetzt noch einmal ganz am Anfang kontrollieren. Kann sein, dass das nur eine kleine Seitengasse ist, aber es kann auch natürlich auch sein, dass das wie in der Spinnenwebegrotte ist, dass das ein ganz eigener Weg für sich selber ist. Ach so, da ist der Büffel. Ich gehe erstmal zu denen hin. Vielleicht erzählt er mir was, weil ich zwei von den... Oder Stier ist es ja. Zwei von den Karren schon umgelegt habe. Er sagt ja, es sind fünf. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo er hier ist. Er wurde mir angezeigt. Ah, er steht bestimmt da unten irgendwo, ne? Also er muss hier irgendwo sein. Er wurde angezeigt. Das ist der Anfang. Wo ist er? Ach, da hinten steht er. Oh, das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Da kann nicht mein Gegner rauskommen, weil das auf dem Baum wächst. So. Irgendwas Interessantes zu sagen? Neither does my axe. Bring me more revenants, so I can chop them up. Heed my words. The red boy's carts are nothing more than a distraction. Thinks he can outwit me. Bah, that brat. Make haste and head up the mountain. We must figure out what he is planning. They are called five element carts for a reason. What's your task? Zwei. Very well. The entrance is secured for now. You can go first. Okay. The king once told me that each of them... Die beiden haben sich jetzt, finde ich, nicht so sehr voneinander unterschieden. Hatten halt eine andere Farbe, aber haben im Prinzip das gleiche gemacht. Und der eine... Da haben sie sich halt ausgedacht, dass ein ganz enger Gang ein bisschen für Schwierigkeiten sorgt. Dem war aber im Endeffekt nicht so. So, jetzt gucken wir mal kurz, was hier noch ist. Oh. Okay, das ist gar kein Gang. Das sah von Weitem nur so aus. Obwohl, kann man hier vielleicht irgendwo lang? Nee. Okay, das war kein Gang. Ganze Aufregung für umsonst. Aber okay. Dann weiß ich jetzt wenigstens, dass das Gebiet hier sehr, sehr linear ist. Das freut mich. Ich mag es nicht, wenn ich zu viele Möglichkeiten bekomme. Dann habe ich immer Angst, irgendwas zu verpassen. Bin da immer nicht so ganz entscheidungsfreudig dann. So, dann folgen wir Madame Füchschen. Ja, ja. Wieso wiederholt sie jetzt den gleichen Schmarrn nochmal? Feud, so
My brother's minions are everywhere. Stay close to me, kind monkey. Yeah, yeah. Brother and I used to play around there. The Valiant Six had their ways of amusing us. What fun we had together. Mhm. Nächste Höhle. Ich passe doch nicht durch. Aber da rechts passe ich durch. Ups. Falsche Taste. Du hast auch vier davon, ich nur zwei. Okay, raus aus der dunklen Höhle. Kann ich da lang? Nein, ne? Okay. Der hört sich nicht nett an. Vor allem hört er sich groß an. Mhm. Wo willst du da unten hin? Was ist denn hier oben? Eine Geisteressenz auf jeden Fall. Und es ist eine unsichtbare Wand? Ja. Hier oben dann wahrscheinlich auch, oder? Jupp. Ich glaube, da man jetzt dem Fuchs folgt, gibt es nicht so wirklich Abzweigungen. Down this cliff, there is a secret passage to her palace. She should be there, but she'd never give you the fan to be used against her precious son. Mhm. Das ist eine Klippe, ne? Das ist schon klar. Wie soll ich da runterkommen? Ja, da gibt's so einen Weg, ne? Kann man mit dir reden? You kind monkey, there's still a choice. But for me, I don't have one. Okay. Ich versuche mal, ob ich hier lebendig runterkomme. Ne, das ist eine unsichtbare Wand. Was soll ich hier tun? Soll ich hier runter oder was? Brennofental. There is a deity we can turn to. One said to be Mother's old friend. If we could persuade him to come along, maybe he could talk Mother into giving us the fan. I'll go find him. Be careful out here. Ich glaube, sie wird uns den Fächer nicht geben. Ist nur so ein Gefühl. Ich habe auch erst gedacht, dass hier ist eine Boss-Arena, weil sieht echt danach aus, aber nö. So, der ist neu. Kann der explodieren? Nein. Schon mal was Gutes. Ah, die tarnen sich als Steine. Also so ähnlich wie diese Viecher aus dem Wüstengebiet. Aber die können nicht explodieren, das ist schon mal gut. Das heißt, ich mag die mehr als diese Typen, die mit den gefesselten Händen rumlaufen. Die bin ich jetzt hoffentlich los. Ja. Okay, dass du Feuer spucken kannst, damit habe ich nicht gerechnet. Du hältst auch ganz schön was aus. So. Ja, du bist da ein bisschen schlecht platziert. Auf jeden Fall ist dein Schild jetzt kaputt. Lass mich hier aus der Ecke raus. Und tschüss.
Mach ein schönes Schläfchen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, um ehrlich zu sein. Okay, diese Steine gibt es auch in Mini-Format. Da verkogel ich mich unten, glaube ich. Hey, 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 hey! Okay, das wird langsam, wird der Witz alt mit den Jumpscares. Kann er mich darunter jagen? Ich hab ein bisschen Angst. Lösch dich mal, Äffchen. Den haben wir jetzt von Weitem gesehen. Lösch dich, Affe! Okay. Ich bin runtergefallen. Das war nicht gut. Das ist, denke ich, gar nicht gut. Ich muss hier aus dieser Schoße wieder raus. Ja, ich bin gestorben, weil ich gebrannt habe. Aber ich wollte gar nicht runterfallen. Das ist nicht im Plan gewesen. Okay, das heißt, ich muss hier an der Klippe ein bisschen aufpassen, wenn ich kämpfe. Weil wenn ich unten lande, also ich überlebe zwar den Sturz, aber ich bin quasi tot, weil da überall brennende Soße ist. Aber jetzt bin ich mir wieder sicher, dass ich irgendein Item hatte. Und ich meine, es war eine Rarität, die mich vor Feuerschaden schützt. Oder war das hier was? Gewährt nach Aktivierung für kurze Zeit Immunität gegen Brand. Ja, ist aber was anderes. Oder hatte ich Schuhe, die das... Nee. Oder es war ein Item, was man nehmen muss. So. Euch unterschätze ich jetzt nicht mehr. Vor allem, weil ich weiß, was mit mir passieren kann. Nein, 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 nein. Ich mache fast denselben Fehler nochmal. Das ist total übertrieben für die kleinen Viecher, aber ja, ich möchte nicht nochmal runterfallen. Und wehe, die verstecken da unten Sachen, weil da waren Gegner und alles. Jetzt gehe ich da unten auch irgendwie hin, ne? Da ist ein Dicker mit einem Schild noch. Komm, Tiger, nicht zurückdrängen lassen. Kannst du ihn runterschubsen? Nein, 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 nein! Nein, 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 Tiger, mach keinen Blödsinn. Der ist da unten, aber er kann von mir aus da unten
auch bleiben. So, jetzt wird es ein bisschen weitläufiger hier. Wer schießt hier auf mich? Du da. Ah, der Schildtyp ist wieder da. Irgendwas schießt auf mich, aber... Erstmal machen wir dein Schild weg. So, wer schießt auf mich? Du. Raus aus der Soße! Nimm die scheiß Pulle und mach die Verbrennung weg. Jetzt brenne ich schon wieder. Und irgendwen habe ich jetzt wieder neu getriggert. Da hinten ist einer. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ich hier irgendwie durchlatschen muss. Wahrscheinlich muss ich da hinten einfach lang. Aber hier kann man auch lang irgendwie. Nimm deine Pole und mach den weg. Lösch dich. Ja, da sind Sachen. Ich werde hier ständig beschossen. Von überall. Ich will doch nur die Folge abmoderieren. Wo kommt das weg? Mach den weg. Da unten ist noch einer. Ja, egal, Leute. Wir sind am Ende der Folge. Ich werde das irgendwie mit dem Item noch rausfinden müssen. Weil das wird hier von Nutzen sein, wenn ich nicht verkugelt werde. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.